Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und zwar mit meiner Abendroutine hier aus Spanien. Ja, ihr wolltet es ja super gerne sehen, deswegen nehme ich euch heute Abend mit, zeige euch so, wie mein Ablauf so ungefähr ist. Nicht jeder Tag ist gleich, aber ich habe doch so ungefähr so einen ähnlichen Ablauf, zeitlich zumindest. Heute Abend steht auf jeden Fall was Neues an und darauf freue ich mich extremst. Da waren wir doch gar nicht jetzt die Zeit über, meine Freundin und ich. Deswegen, ja, ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Und ja, ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da, wenn ich jetzt zur Halloween-Zeit wieder eine verfluchte Nummer ausprobieren soll. Weil ich habe eine neue gefunden und ich habe echt Angst, die auszuprobieren, weil die ist wirklich creepy, Leute. Und was mich mega interessieren würde, was passend zum Thema ist, wann geht ihr immer schlafen? Wann ist eure Schlafenszeit? Wann müsst ihr ins Bett? Auf jeden Fall gehen wir immer zwischen 19 und 20 Uhr essen. Und in letzter Zeit haben wir uns mal ab und an mal was bestellt hierher. Was eigentlich auch nicht schlecht ist, weil so probiert man auch mal andere Sachen, außer die, die es nur im Hotel gibt. Hier gibt es ja so ein Buffet und so, was man essen kann. Aber ja, in letzter Zeit haben wir uns ab und an mal was bestellt. Und heute bestellen wir uns was bei McDonald's. Ja, spanisches McDonald's, Leute. Becky kämpft sich wieder durch den Dschungel. Oh, Lieferservice ist da. Und hier ist meine Megastüde. Also ich liebe zwar Happy Meal, aber ich esse nicht so oft dort. Aber im Urlaub und so und in anderen Ländern liebe ich sowas auszuprobieren. Und dann esse ich das auch öfters mal. Weil da teilweise so leckere Produkte dabei sind, wo ich mir so denke, ich muss das noch schnell ausnutzen. Weil in Deutschland haben wir das nicht. Ich chill jetzt hier auf dem Bett mit meiner McDonald's-Tüte. Nein, Spaß. Draußen war es einfach viel zu gelb in mir. Das sah irgendwie echt schlimm aus. Deswegen zeige ich das jetzt einfach mal hier. Oh mein Gott, wie gelb bin ich hier, bitte? Geht das Licht eigentlich noch hässlicher? Und ja, hier ist das spanische Happy Meal. Dann haben wir hier die Pommes. Und ich hoffe, die haben das eingepackt. Was ich haben wollte, ich wollte ein Spielzeug haben. Und ich bekomme ein spanisches Buch. Ich verstehe kein Wort. Will jemand von euch das Buch haben? So Spanisch lernen. Oh, da ist schon relativ viel Text drin. Ich dachte, das sei irgendwie weniger. Ja, das war auf jeden Fall drin. Hier haben wir einmal Cola. Oh, die haben oben sogar das versiegelt. Richtig gut. Und einmal ein Mini McFlurry. Haben wir das mittlerweile bei uns auch? Oh mein Gott, das muss ich euch jetzt zeigen, Leute. Wir haben hier eine Pommes, ne? Und eine Tüte. Aber die haben jetzt eine ganz normale Tüte eingepackt. Normalerweise sieht die nach McDonald's aus. Oh mein Gott, wie chaotisch. Und das tut ihr jetzt hier rein. Und jetzt kommt das hier rein. Irgendwie so ein Käsepulver. Und zwar sind das solche Shaking Fries, was ich normalerweise nur immer von Videos aus Japan kenne. Ich gucke super gerne Japan-Vlogs und da habe ich das schon öfters mal gesehen, dass sie sowas mit Kirschblütenpulver irgendwas haben. Und ja, das kippt man hier rein. Oh Gott, ich bin schwer so sehr in Deutschland. Und dann macht man das zu und dann schüttelt man das. Und jetzt ist das überall dran. Leute, mein Herz. Das ist so lecker. So lecker. Und für alle, die richtig lange jetzt schon bei Team Becky sind, wie ist meine Happy Meal Bestellung? Ab damit in die Kommentare, wer weiß es noch. Jedenfalls kann man hier eigentlich noch als extra Karotten auswählen, statt Äpfel. Das gibt es hier, aber damals gab es mal Mango. Und man kann hier Kartoffelwedges auswählen, statt Pommes. Weil ich dachte mir, ja, ich habe jetzt Pommes. Ich nehme jetzt mal Kartoffelwedges. Und natürlich Chicken Nuggets. Ja, und ich werde jetzt mit meiner Freundin eben essen und dann geht's nachher wieder los. Ja, und nach dem Abendessen überlegen wir uns meist immer so, was wir machen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sich einfach mal Shows hier im Hotel anzugucken, weil das bieten die auch an. Was ich mega cool finde, halt um die Leute einfach zu unterhalten. Zweite Möglichkeit ist einfach an der Promenade lang zu laufen. Hier ist nämlich ganz in der Nähe der Strand, also quasi um die Ecke. Aber es wurde irgendwie vor kurzem abgesperrt. Also gestern habe ich gemerkt, dass da plötzlich so eine Absperrung war. Baustelle. Irgendwie wurde da der Weg aufgerissen. Keine Ahnung warum auf einmal. Aber jetzt kann man da sich so schlecht hinsetzen. Zwar könnte man an den Strand, aber wir waren ja jetzt die anderen Tage. Deswegen dachten wir, das ist jetzt die dritte Möglichkeit, fahren wir einfach mal zu Holiday World. Hier in dieser Gegend, in dieser Stadt, wo ich bin. Das ist so eine Art Jahrmarkt, Kirmes, Arkaden, Restaurants mit dazu in einem. Ich weiß nicht, wie ich das so ganz definieren soll. Es ist alles irgendwie zusammengewürfelt. Hat irgendwie was von Kirmes. Hat auf jeden Fall ein Riesenrad. Das ist so schön beleuchtet. Auf jeden Fall wurde es umgebaut. Und ich bin echt gespannt, ob es sich verbessert hat.
was dazugekommen ist, wie es so geworden ist. Ich kann mich sowieso kaum noch irgendwie daran erinnern, deswegen, ja, wir fahren einfach mal dorthin und ich nehme euch mit. Also, let's go. Ich kann euch gar nicht richtig das Outfit zeigen, aber ich versuche so ein bisschen. Ja, ich sage euch mal eben kurz, woher das alles ist. Das ist von Brandy Mevil. Das Shirt hier ist von Pull & Bear. Und diese Hose hier ist von Minga. Das ist so eine Dad Jeans. Und dazu trage ich meine Air Force. Ich bin gerade vor dem Hotel, ich bin gerade rausgelaufen. Und die filmen hier einfach mal irgendwas. Und das soll eine Szene in Thailand sein. Dabei ist das ja hier in Spanien. Endlich angekommen! Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so machen können. Es hat sich sowas von verändert. Ich habe das hier so gar nicht mehr in Erinnerung. Also an das, was ich mich erinnern kann, das war komplett anders. Hier kann man bowlen. Fun Fact, ich war noch nie Bowling spielen. Noch nie. Aber bevor es in den eigentlichen Park ging, haben wir erstmal die Spielarkaden dort unsicher gemacht. Aber es war ein bisschen Fail, aber dazu gleich mehr. Keine Ahnung, was man damit bekommt, aber es ist nicht viel. Es sieht immer so viel aus, aber am Ende bekommt man nur so ein Plastikspielzeug. Aber einige sind richtig wild auf diese Tickets. Aber irgendwie funktioniert 90% von dem ganzen Zeug hier damit. Was ist das? Ich bin jetzt endlich drin. Ich habe hier mein Armband bekommen und jetzt mal gucken. Mal gucken. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Menge und es ist so viel schöner geworden, als es damals war. Und oh mein Gott, seit wann sind da Käfige drauf? Digga, was ist das? Und schaut euch mal dieses Riesenrad an, das ist so schön. Das ist das Highlight, glaube ich, an dem ganzen Park, weil das fällt schon von Weitem auf. Das ist auf jeden Fall neu und hier haben die auch so einiges neu gemacht. Hey Leute, ich gehe da jetzt gleich mal rein in diese Piratenschaukel hier. Da war ich schon ewig nicht mehr drin. Ich habe da mega Lust drauf, deswegen ja, machen wir jetzt die Schaukel unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich mich in den Käfig stelle oder ob ich mich da reinsetze. Leute, wenn ich das so sehe, jetzt gerade beim Bearbeiten. Oh mein Gott, wie Forever Alone und Lost sieht das bitte aus. Ich muss so lachen, ey. Aber meine Freundin hasst diese Schaukel, deswegen musste ich da alleine rein. Wer wäre mit mir reingegangen? Wie schön. Wow. Und das hat so eine Zuckermattenfarbe. Nein, ich bin gar nicht auf so einem, das ist bewegt. Mit der Stange. Oh nein, die fehlt. Seht ihr das? Die gehen auf und ab. Oh nein. Ich bin auf so einem langweiligen Pferd. Nein. So Leute, wir waren jetzt genug in Holiday World. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, zurück zum Hotel zu gehen. Wir sind auch gerade hier. Hier ist der Dschungel wieder. Und wir werden gleich noch erstmal was essen, weil wir haben uns noch was zu essen dort gekauft. Und ja, danach gucken wir uns noch eine Show hier an. Auf jeden Fall ist Akrobatik mit dabei und ich liebe Akrobatik. Ich liebe das, wenn die Leute sich so verrenken und verdrehen können und rumtouren. Und ja, das werden wir uns gleich auf jeden Fall noch anschauen. Darauf freue ich mich total, aber erstmal essen. Meine Bowl hier, die sieht richtig lecker aus, sogar mit Bananenchips und so. Das habe ich noch nie gegessen. Ich hoffe, das schmeckt, aber es sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Und das ist die Bowl von meiner Freundin. Wir haben jetzt ganz schnell fertig gegessen und jetzt müssen wir uns beeilen, zur Show zu laufen, weil die ist auf der anderen Seite bei dem großen Pool und die dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Wir brauchen noch einen Platz, weil da ist immer so viel los. Und irgendwie ist hier auch gerade nach einem Konzert. Oha, das leuchtet hier alles so schön. Lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Gracias.
canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Esa cosa sí que tiene poderes. Mami tiene lo que ninguna chica tiene. Tanto flow que no se compara en niveles. Ja, das war's auch eigentlich schon mit meiner Abendroutine. Ich habe mich danach einfach nur fertig gemacht. Die Show war einfach richtig, richtig gut. Und ich bin dann quasi noch ins Bett gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.